Ja, hallo meine lieben Soul-System-BewohnerInnen, weiter geht's mit Waldermyth von Worldwalker Games. Ich hoffe, ich habe es diesmal richtig gesagt. Was heißt weiter geht's? Es geht von neuem los. Wir spielen ein neues Abenteuer. Und zwar in Abstimmung mit Fayid Gaming präsentiere ich eine Kampagne, die weder er noch ich auf dem Kanal haben. Ich hoffe, ich bin richtig informiert an der Stelle. Und möchte doch mal ganz klar sagen, wenn ihr auf dem deutschen Markt Waldermyth sehen möchtet, kann ich ihn wärmsten empfehlen. Ich hoffe diesmal nicht zu vergessen, mal einen Link auch zu seinen Let's Plays zu machen, zu den anderen Kampagnen bei Waldermyth, auch ein bisschen zu sehen, wie meine andere Philosophie vertritt in dem Spiel oder anders ein bisschen spielt, als ich das tue. Es gibt halt nicht immer die eine Lösung. Und meine ganze Legacy, ihr werdet noch sehen, was ich jetzt gleich meine, ist ein bisschen kleiner. Ich bin ziemlich am Anfang vom Waldermyth. Waldermyth ist ein ziemlich geiles Spiel, ist ein RPG-Strategiespiel und ist interessant im Fantasy-Bereich angesiedelt und ist mein absolutes Lieblingsspiel zurzeit. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht weglegen, ich bin mega süchtig. Jetzt will ich nicht noch länger Worte verlieren. Wir wollen in das neue Abenteuer von mir gehen. Die Alten, die kennen ja schon, was ich bisher gemacht habe. Bitte schaut da einfach mal bei mir am Kanal für die Neuen, was es da noch für coole Abenteuer gibt, was ich noch so erlebt habe. Kurz vorab, ich binde immer meine Community-Mitglieder ein in mein Spiel hier. Das wächst also mit euch. Wenn ihr das wollt, dass ihr da auftaucht, schreibt es mir. Ich versuche es irgendwie einzubinden. Das kann ich natürlich nicht immer versprechen. Ich habe da keine Lieblinge und Favorites oder sonst irgendwas. Bitte verzeiht mir das. Nehmt mir das nicht böse, wenn ihr da nicht erscheint. Ich mache das einfach, weil ich denke, das passt jetzt gerade. Packt dann das da rein und ihr werdet sehen, es macht trotzdem Spaß. Man kann sich mit den Charakteren super identifizieren. So, jetzt habe ich aber viel gelabert. Los geht's. Play. New Story. Und zwar, ich habe Age of Ulstrix abgeschlossen. The Enduring War habt ihr vor kurzem bei mir gesehen. Monarchs Under the Mountain findet ihr bei Fayed Gaming. Das spiele ich persönlich mit Monali, also meiner Ehefrau, parallel privat. Deswegen präsentiere ich es nicht. Und dann gibt's Eluna and the Moth. Ganz kurz, bevor ich darauf eingehe, ich wollte euch auch eine freie Kampagne zeigen. Aber alle haben gesagt, wir wollen noch mal so eine Geschichte erzählt bekommen. Das ist so cool, bitte mach das nochmal, Bencake. Bitte bring uns noch eine neue Kampagne. Alles klar. Ganz kurz auch nochmal für die Leute, die sich für Waldermyth entsprechend interessieren. All the Bones of Summer findet ihr auch bei Fayed Gaming sowie The Sunswallow's Wake. Mega geil, angefangen hat er gerade, ist ganz taufrisch, schaut da unbedingt vorbei. Ich weiß, es ist immer ganz viel Shoutout von mir und sowas. Warum machst du das? Einfach aus Überzeugung, aus freien Stücken, ist keine bezahlte Werbung oder so. Fayed kann sich mich gar nicht leisten. Entschuldigung, Fayed, sorry für das, aber ich muss es einfach machen, weil ich finde es einfach toll, was du da machst. So, Eluna and the Moth. Eluna and the Moth, ganz kurz, ich wurde hier vorgewarnt, Achtung, es wird viel gesungen, also wenn jetzt hier viele Singtexte kommen, werde ich die ein bisschen lesen oder auch zusammenpacken, also für euch singen werde ich jetzt nicht, also um euch zu schützen, nicht weil ihr sagt, ist geil, wir wollen nicht singen sehen, Bencake, nee, oder hören, nee, wollt ihr nicht. So, also, Eluna and the Moth, an old book. And a young argument lead two siblings into the wilderness. Amid the bones of a mythic civilization, they'll embark on a moonstruck journey through tragedy and time, encountering a mysterious wastrel in the woods and bearing witness to the rise of a luminous queen. A 5-chapter campaign with Drixel as the main threat. Ganz kurz erklärt, das Spiel ist auf Englisch. Das macht es natürlich ein bisschen schwierig, dem einen oder anderen, mir auch da meinem schlechten Englisch zu folgen. Hat aber auch tatsächlich im internationalen Bereich so den einen oder anderen Zuschauer zu mir gelockt. Und konnte mich endlich mal auch richtig verstehen. Auch ist jetzt auch egal. Also, 5 Kapitel. Wir haben Geschwister hier wohl, die unterwegs sind, wenn ich es richtig verstanden habe.
und die Trixel. Das ist so eine Art, unser Gegner, das sind die Trixel, und die Trixel sind einmal furchtbar schlecht in Gedichte einzubinden und als Wort, und das sind so Arthropoden, also das sind Insektendrachen. Ihr werdet sehen, völlig verrückter Gegner. Völlig verrückter Gegner. Es gibt auch andere Fraktionen, die da mitspielen, aber der Hauptgegner sind die Trixel in dem Abenteuer. Okay, next. Ganz kurz, ich spiele immer mit euch auf der zweithöchsten Schwierigkeitsstufe, Tragic Hero. Wir hatten in der letzten Kampagne auch tragische Helden gehabt. Pit, nochmal beste Grüße gehen an dich raus. Das mit deinem Auge tut mir einfach super leid. Und wir machen Graved in Stone. Das ist nichts anderes als der Ironman-Modus. Das heißt, ich kann jetzt nicht immer speichern, laden, speichern, laden, speichern, laden. Was passiert, passiert. Okay, next. Ich habe keine Ahnung, was jetzt auf uns zukommt. Okay, ich habe keine Ahnung. Es kann auch sein, dass wir scheitern. Das möchte ich ganz klar sagen. Man kann auch scheitern im Spiel. Okay. Ja, Patricia kann ich jetzt eigentlich in dem Abenteuer gar nicht nehmen. Eki ist ja auch in Rand, und zwei Mystics kann man hier nehmen. Okay. Pick from Legacy. Obwohl, doch, ich könnte die Patricia sogar nehmen. Okay. Okay, okay, okay. Ich muss jetzt echt überlegen, was ich mache. Kurz zu erklären. Wir haben hier... Die Links, die zwei müssen wohl Geschwister sein, oder das sind alles Geschwister, ich habe keine Ahnung, ich kenne die Geschichte noch nicht so ganz. Ich kann jetzt zwei meiner Legacy-Helden auswählen, und da ist es natürlich klar, wenn man mit zwei Mystikern schon starten muss, dass man halt natürlich einen Krieger und einen Jäger oder sowas mitnimmt. Also, Pick from Legacy, also ich möchte euch mal die Patricia vorstellen. Patricia Fernandez ist ein Charakter, den hat die Mona Lee erstellt. Das stammt aus der Serie Betty in New York. Einfach, es ist so, Leute, es ist so. Und ja, ist in der Serie auch mein Lieblingscharakter aus Gründen. Ich würde die gerne selbst spielen. Schauspielern. Ja, und die bekommt jetzt ein paar Fähigkeiten von mir. Also zum einmal den Heroism bekommt sie, wo sie eine Zusatzaktion bekommt, und Shallow Sleep Recruit. Ich bin ein Let's Player oder ein Content Creator, der immer alles zeigt. Also ich habe auch mal in der Community mehrfach gefragt, was wollt ihr, was wollt ihr, was wollt ihr sehen von mir? Und man hat zu mir gesagt, nee, komm, bring uns das ganze Abenteuer bitte mit. So. Pick from Legacy, dann gucken wir mal, was wir noch haben. Okay, ich muss, wie ich ganz deutlich sehen kann, jetzt hier tatsächlich einen Held mitnehmen aus dem Hunter-Bereich. Das ist ja total interessant. Es gibt hier den Pit-Pistol, okay, den ich ja zu gerne wieder mitnehmen würde. Aber du hast eine Augenklappe. Wir können den uns anschauen, was der so kann. Ich guck mal ganz kurz. Aspects, History, Relationships, Combat, Stats. Okay, das ist alles noch gleich. Gear. Gilt da kein Malus drauf, wenn der dieses Ding hat? Ich schätze beide meine Community-Mitglieder so sehr. Pit und auch den Eki. Also ich finde beide cool. Soll Pit wieder so ein Vergifter werden? Piercing Shots, Ambush. Quelling muss. Pit, du hast es wieder ins Abenteuer geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe mich für dich entschieden als meinen zweiten Dude, der hier mitmachen darf. Okay, jetzt passt auf, Leute. Ich werde jetzt kurz Pause machen, weil ich habe so eine Liste mit meinen ganzen Community-Mitgliedern. Und da haben ganz viele gesagt, sie würden gerne mitmachen. Und da picke ich mir jetzt zwei raus und erstelle die mal schnell. Und dann wollen wir mal schauen, was dabei rumkommt, Leute.
Sekunde bitte. Okay, es geht weiter. Also, es hat nur Stunden gedauert, aber ich habe es endlich geschafft, die Gruppe fertigzustellen. Ich gehe es jetzt einzeln durch. Also, es gibt die ältere Schwester, Sapse Kanu. Der Name, woher der kommt, ist egal. Die angesprochene Person wird es gleich wissen. Okay, also, die startet mal mit 21 Jahren. Dann haben wir noch einen weiteren Mystiker, das sind so die Magier, mit 18, der jüngere Bruder. Das ist Tweaker Kanu. Wie ich da drauf komme, weiß ich nicht, Tweaker. Ich möchte dich nur mal dabei haben. Vielleicht tue ich den alten Tweaker-Helden einfach dann aus der Legacy löschen. Schaue ich mal. Aber so habe ich dich jetzt von Anfang an dabei. Er interessiert sich für Frauen, Sapse für beides, Männer und Frauen. Ja, und dann haben wir hier Patricia Fernandez. Patricia Fernandez hat einiges. Sie bringt eine bessere Waffe mit, sie bringt bessere Rüstung mit, sie bringt Fähigkeiten mit und sie hat auch schon ein Haustier, ein Pinecone. Sehr interessant. So, und dann haben wir noch hier auch Pit Pistol, auch der ist jetzt schon 35 in dem Abenteuer, auch schon ein bisschen älteres Kaliber, ne? Nur dass ihr wisst, die sind ein bisschen älter, die beiden. 25 ist sie, 35 ist er ist sozusagen der alte Recken mit diesem wunderschönen Augenklappe, die er bekommen hat beim letzten Abenteuer, in der letzten Mission. War eine ziemlich blöde Nummer von mir. Wir starten mit tatsächlich Dawn Starting Calamities, also heißt Gegnern. Die gegnerischen Decks haben 9 Karten schon drin, das wird uns so empfohlen. Wir spielen genau auf der Schwierigkeit. Es geht los. Die Spielleute, die Waldemuth nicht kennen, Achtung, es ist textlastig. Ich freue mich voll. So, ihr seht jetzt zum allerersten Mal die Karten, wie sie hier auch verteilt werden. Ich werde mal ganz kurz noch was machen, Leute, dass ihr das Spiel besser genießen könnt. Uah! Ich versuche mich mal ganz darüber in die Ecke zu schieben. Ich hoffe, dass ich so am wenigsten im Weg bin und nerve. Okay, also, das hier sind unsere Hauptgegner, die Trixel. Ihr werdet es dann sehen, ist jetzt auch egal, das ist das erste Deck. Raus sind die Gorgonen, sind in diesem Abenteuer nicht dabei. Schade, schon 2 Abenteuer, wo ich sie nicht dabei hatte. Okay, sagen wir mal erstmal dann. Okay, meine Damen, meine Herren, es geht los. Ich freue mich mega let's do this. Memories and dreams, those lightless gleams that our eyes seek unfinding, they take us from tables and summon us home, warmly felt and ever fading. A prodigal child of Middle-Chew returns a crow woman. Diesmal bin ich zu sehen, im ganzen Abenteuer übrigens, Leute. She comes with the troubled mind, remembering this posture of fools who don't worry when the afternoon fades. Old halls and wine-chewed walls, weddled and stinking wallows, hometowns are likely baby planks. Still nice to touch the corners, but awkward to sleep in. Patricia has no plan to stay. Squeak! Glaube ich heißt es. Oh, und Schweinchen. She seeks a certain book from the famed Middle-Echo library, one she's found before and never long forgets. Süß. I don't think there's any more Wild Knight books after Felrose, or did you know that already? Tweaker und Sapse. Geil, das wird so cool, ich freue mich so. Ja, ich kenne die Sapse halt wirklich, das wird schon sehr interessant. Tweaker und Sapse are brother and sister. Also, Tweaker, falls du eine Schwester hast und ich soll dann noch was ändern im Namen, musst du es sagen. Vielleicht tue ich es, vielleicht tue ich es nicht. Sapse, you hear me? Bose posts the Mystic's Gift. No, I'm sorry. This book, it's strange. Neither of them knows it yet. Yeah, how weird we talking, huh? Drawings and nightmare beings haunt every page. Ein faszinierendes Buch über Taxonomien von Lebensformen, verschiedene Körperteile. Was ist los mit euch? Sapse and Tweaker flip through it. Writings, Kieran. What's it called? Tread Companion? That sounds bad. Should I put it back? I remember the symbol shows the relation of two ideas. What about when it's circled? Never saw it before. Maybe just an alternate way of writing it? Destiny speaks in the mouth of this moment. They found it for me?
Noticing the newcomer zaps the snaps, the cover closed. Patricia Fernandez? Is that Zapsa Kanu? Have I been gone that long? Folks used to call you Cricket. And it didn't make sense then. Well, listen, I... Oh, did you ever meet my little brother? I'm Trigger Kanu. Yeah, don't remember? I need that. Sorry, need what? Swoop. Patricia takes the book from Zapsa's weak hands and walks out. Das fängt ja schon mal sehr interessant an. Erste Entscheidung, die wir treffen müssen. Bitter feelings take root, a natural understanding begins to develop. Okay, a flicker of longing. Okay, what's she always as rude as that? Must have a reason, a little worried that it might be that someone who knows what she wants. Natrika. Geil, ne? Die Frau einfach zack, sich das Buch geschafft. Findest du toll, ne, Natrika? Ja, das findest du toll. Es gibt noch Andy for the real news. Patricia Lee's Midaliko oder Midaliko. Unmöglich für mich auszusprechen. In the hour she's returned. I never sleep if I can't figure that book out. But you're not thinking about that, are you? You could always take, couldn't you? I need to understand her. Young, you're warned that anyone might be anyone someday. That all you bring and all you chase will choose your mapless way. The sun's already low when they embark. Okay. Follow Patricia. Interessanter Anfang. Also ganz, ganz cool. Normalerweise sehen wir hier eine größere Karte, aber in dem Fall sind es zwei Felder. Das ist ganz neu für mich. Ich bin sehr überrascht, wie viele Sachen sich die Entwickler ausgedacht haben. Ein sehr liebevoll gestaltetes Spiel, meiner Meinung nach. Wir befehlen jetzt den beiden zu scouten und sagen, let's go. Und Patricia ist noch nicht zu finden. Ich gehe mal davon aus, die meisten hier zuschauen, auch meinen Kanal und auch Wilder Mission kennen. The stories were drafted in trails. Now where that line's from? Hail, wasn't it? That storyteller mom loved? Yeah, Star Hail, it's from Wonderwane. These stories were drafted in trails, scripted onto landforms in a lettering of dust print, crushed clover. Clover? And the blood I left on Briars. Oh god, mein English. Each moth-blooded figure traced in Moon's hand. Just stories of mine are transcribed moonlight, but they were invented by my feet. I think Hale wrote and wandered in a lonely hurry, like she knew what was coming. In her later years, they say she couldn't recall her own name. Ah. The first evening comes, distant hills grow long, blushes birds. Hark! That wasn't so bad. Day's walk, well, a quarter day. How far behind would you guess we are? What do you think she thinks of me? I wonder what sent her away. Patricia Fernandez, she was an older teenager when she left. Mom was alive. How young were you? Not that young, probably. And then, so now, what's brought her back? They eventually lie down to sleep. But sleep's elusive on the naked ground. The dew chills their skinny limbs. They stare at the dawn. My necks feel roped to my shoulder. Maybe as our muscles warm up. The gong only gets steeper. And further from anywhere they've been. We should be able to do this. Come on. It doesn't take long for Patricia to realize she's being followed. She drives a harder pace, but the Kanu siblings prove persistent. Spirited in their pursuit, if not particularly wise. The 8-day dawn's gray, they enter the ruins at noon. Stone walls flailed by wind and years stand stubborn where they found it. One of the last unburied skeletons of old Kior. This is Eldstone. Has to be. I remember you wanting to come here back before. We hiked a long way,
place is creepy. You feel that? Think it's haunted? I doubt we're catching Patricia at this point, right? Should we think of heading home? See those metal points on the highest pillars? I read that those were for trapping lightning. Kieran's sorceress, they'd harness it somehow. Think we'll get a storm? Hey, Tvika? You read about Kieran's? Used to spout things about Mistcleath at the Astral Queen Buried Wars? You remember that? Yeah. I was obsessed. So, now the significance of this place. What even was it? A temple? Well, Elston was a whole settlement, they think. You know how you hear about the old, the castles, knights, lords and all? A lot of that's cure, I guess. Beyond the traditional stuff. Ich hab euch gemeint, das ist sehr viel Text, ey Leute, das ist voll crank. Fängt aber diesmal auch sehr mit sehr, sehr viel Text an. Und übrigens, da hinten im Hintergrund sind irgendwelche Augen zu erkennen, ne? What I remember, I mean, what I read, and I did read everything I could find. There were people like us, but they knew secrets. Death long since been lost. Kieran Lyth remains in the most ways a mystery. They built grand halls, keeps, wrote epics, charted stars, made things, beautiful things. Many of their stories arrive and get put in our language. But a lot of the original meanings are lost. Story, song and dream. They celebrated the things but feared. They feared. How do I explain it? It's like the belief deeply in the power of imagining. There are poems that skirt and outline some dreadful idea. A threat? I don't know, but it's assumed they made an awful enemy. And now we have ruins? Oh ja, und die Welt beobachtet. It is a strategy, so must learning science legend. Just gone, wiped away almost. Mom said we supposedly have a Kieran bloodline. Pretty sure she was just stoking my imagination, but the air splits really open. Scree! From cluttering piles, a creature skitters that's unlike anything they've seen. Twin faces leer, the future forks down to horrible throats. So, wir müssen uns entscheiden, wer macht da was. Okay, alles klar. Starter Tweaker bends for the farm branch, subs to take out the soup spoon. Ja, also ich... Allein um Subs zu ärgern, kriegst du den Küchenlöffel und Tweaker den großen Stock. Ja, so machen wir es. Also es sind zwei unterschiedliche Waffen für Mystiker, also für Magier. Ich sehe doch ganz, ganz, ganz im Hintergrund ist irgendwo die Patricia. Mal schauen, ob die noch einspringt in dem Abenteuer. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie den beiden Dudes hier hilft. Also, jeder hat seine eigene Philosophie, was Mystics angeht in dem Spiel. Ich spiele es jetzt halt mal so rum. In that moment, the dormant power of their blood awakens. Wow, jetzt ist ihre Magie erwacht, Leute. Hat ja nur ungefähr 23 Minuten gedauert und ich kann das allererste Level machen für meine lieben Charaktere. Sapse ist jetzt ein Greenhorn Music und das sind leider zwei gute Sachen und ich kann mich nicht so gut entscheiden, aber ich nehme Earthscribe. Das macht passiv, also Allies may wall with interfused objects. Stone passiv, grants extra armor, warding and temp health, active rock shields, bone wall. Puh. Obwohl ich halt nicht weiß, ob ich nicht Indignanz von Anfang an, aber wir nehmen erstmal Earthscribe, das ist nicht verkehrt. So, das gleiche passiert jetzt gerade bei Tweaker, also der hat auch ein Level. Oh. Schwierig. Ich mach den Tweaker zu einem Naturalisten. Da
damit kann er besser mit Pflanzen umgehen, ja. Das ist jetzt sozusagen der vielleicht einfachste Gegner, den wir haben können bei den Trixeln. Das sind die Trusks. Ihr seht schon, Insekt-Drache gemischt. Clambering and clattering, it cries out doubled voice. So, wo ist denn wer? Patricia ist da hinten. Die alleine kann schon ziemlich viele von denen platt machen. Ne? Das ist schon mal ganz klarer Fall. Ich würde sagen, Patricia fängt auch einfach mal an. Ich stelle die jetzt hier nebendran, damit ihr auch noch ein bisschen Action sieht. Und dann schlägt die einfach mal zu. Und dieses Schwert ist ein besonderes Schwert. Das macht, glaube ich, mehr Schaden, desto weiter genau ein Gegner genockbackt wird. Das hat sie aus einem anderen Abenteuer schon dabei. So ist es so ein bisschen auch bei einem Spiel her gemacht, ne? Sage ich jetzt mal. So, wir können mit unseren Leuten hier nämlich interfusen. So, der ist ein Naturalist. Ich habe hier einen Baumstumpf. Was habe ich hier? Eine Ruined Wall. Vier Schaden. Hier habe ich nur zwei Schaden. Ja. Was hast du da? Ein Web mit einer Bone Lance. Da könnte ich rein theoretisch mehr Leute treffen, aber ich weiß nicht, ob das klappt. Wir werden es versuchen. Ne, ich kriege immer nur einen von den Dudes erwischt. Macht aber nichts. Dann versuchen wir es hiermit. Ah, er hat es leider geblockt, der Gegner. Wir interfusen jetzt auch noch hiermit. Also interagieren mit der Umgebung hier. Was macht denn eigentlich das Rock Shield? Create a protective shell of stones around a mystic or an ally. Granting 3 temporary HP until next turn. Das ist schon interessant. Das würde ich mal... Kann ich da noch eine Attacke fahren? Das ist die große Frage. Das ist eine der neueren Fähigkeiten. Ich mache das jetzt mal auf den da. Rock Shield 3, okay. Und dann darf ich noch angreifen. Okay, ich könnte sogar nochmal ein Rock Shield machen. Alles klar. 100% Treffer, wenn ich es von hier aus mache. Und einen Flankenangriff, dann mache ich das hier drauf. Ich werfe einen Diskus drauf, der prallt nochmal ab. Der Abpraller, der wurde aber ausgewichen. Und jetzt kommt hier ein Angriff. Die können auch interfusen. Das sind auch so kleine Magier, würde ich mal sagen. Haben aber auch durchaus Nahkampfangriffe, die gefährlich werden können. Aber das Rock Shield hat jetzt Schlimmeres verhindert. Was ein Glück. Und Patricia muss echt helfen kommen. Sonst gibt es hier ein echtes Problem. Ja, es wird aber nicht reichen. Es wird nicht reichen, deswegen... obwohl. Ja, wir schauen jetzt erstmal. Wir schauen erstmal. Ich muss immer, bevor ich jetzt zum Beispiel den Zauber wirke, erst sagen, welche der Einheiten möchte ich auswählen. Deswegen dauert das immer so einen kleinen Moment. Ich überlege halt immer, was ich als erstes nehmen soll. Hier schmeiße ich jetzt nochmal einen Diskus auf die Gegner. Ich muss gucken, dass ich jetzt tunlichst schnell viel Schaden mache. Da könnte ich die beiden erwischen. Da könnte ich die beiden erwischen. Ist ja eigentlich egal hier rum. Gut, das hat funktioniert. Das freut mich. Okay, alles klar. Die können wie weit laufen? Ah, das steht ja da nicht dabei. 1, 2, 3, 4. Also grundsätzlich könnten die das schon schaffen, da Schaden zu machen. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich schmeiße jetzt hier mal die Fähigkeit Heroism an. Die haben wir nämlich schon von Anfang an. Und die macht, dass sie jetzt nochmal eine Aktion dazu bekommt. Ich laufe jetzt hier vor. Dann mache ich jetzt hier einen Shallow Sleep. Und dann klatsche ich den hier einfach mal voll gegen die Wand. Ja, plus 4 Knockback-Schaden von diesem speziellen Schwert. Oh, da kommen ordentlich Gegner nach für die allererste Mission. Also für echte Anfänger ist dieses Level nichts, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist nichts. Es ist viel. Es kann schon ganz schön gefährlich werden. So, die bewegt sich jetzt mal ein bisschen rüber.
Dann wird die auch nochmal einen Diskus werfen. Und zwar hier. Schon mal 3 Schaden gemacht. Ja, dann machen wir das. Wir machen das ein bisschen anders. Da ist nämlich ein Flankenangriff. Und tschüss. Auch besiegt. Ich versuche natürlich defensiv stehen zu bleiben, um diesen. Ihr seht, hier kommt immer so ein Schildsymbol. Ne? Das ist, steht dafür, dass sie sich gegenseitig ein bisschen schützen auch. Ne? Kann ich nur einen erwischen? Da kann ich auch nur einen erwischen. 3 bis 4. 3 bis 4. Ja, der hat nicht so viel Leben. Die kommen da ein bisschen mit unterschiedlichen Leben rein, weil manche mehr Nahkämpfer sind, manche mehr Magier. Zumindest habe ich den Eindruck. Dann nehme ich mir mal den Nahkämpfer hier auf zur Brust. Jawohl, ein Stunt produziert. Das heißt, also ein Crit gemacht, einen Schaden mehr und dadurch auch mit einer Bone Lance den aufgespießt. Bin mal gespannt, wie viele Trixel noch kommen wollen. Oh, Ausgewicht von Patricia. Die konnte mit 2 Köpfen 2-mal angreifen. Und was zur Hölle ist denn das? It limbs crawling in its crawl scratching high, scraping the air, screaming for battle and blood. Also das ist ein spezieller Trusk, der ist ein bisschen überdimensioniert, Leute. Der hat zu viel zu essen gekriegt hier. Okay, zunächst einmal gehen wir ein bisschen aus der Reichweite hier von dem Gegner. Was haben wir denn hier nochmal Schönes? Wir haben hier auch nochmal das hier und noch eine Bone Lance. Dann nutze ich mal die Trixeleier hier. Und pfeffer mal von da aus eine Bone Lance auf den da. Tschüss. So, dann nutze ich das halt auch hier, die Seite. Ja, einfach deshalb, weil das uns Deckung gibt. Das muss man halt auch noch dazu sehen. So, dann schmeißen wir mal einen Diskus. Bei ihm macht es jetzt noch nicht so viel aus. Hier sind 83% Chance. Der Kleine da, der könnte auch echt gerne weggehen, aber ich glaube, ich schaff's nicht, den Kleinen zu erwischen. Ich versuch's trotzdem. Ja, er ist ausgewichen, das war ja aber klar, ne? Das war klar. So, dann werden wir versuchen, uns ein bisschen defensiver aufzustellen. Wir schnappen uns den hier und knockbacken hier einmal den Tusk weg. Kriegen nur plus 1 Schaden, weil auch nur ein Feld weit geflogen ist. Und jetzt kommt dieser Trusk und ich habe Angst vor dem, der ist echt groß. Aber wirklich Schaden hat er uns jetzt gerade nicht zugefügt. Okay. Dann einmal Bone Lancen mir den nochmal bitte. Und zwar so, dass du Patricia nicht erwischt, bitte. Erwischst du immer von der Richtung aus, okay. Dann. Das schaffst du von da aus nicht, okay. Dann würde ich sagen, schmeiß mal nochmal einen fröhlichen Diskus auf den drauf. Und dann würde ich sagen, schubsen wir den mal in eine gewisse Richtung. Mit einem Flankenangriff wäre natürlich besser. Aber vielleicht muss ich darauf verzichten, um den ein bisschen wegschmeißen zu können. Wir schubsen den mal in die Richtung raus. War jetzt nicht optimal von mir gemacht. Dann slamme ich den mal da lang. Das gibt aber ordentlich Schaden. Okay, es war doch gut von mir gemacht. Hat völlig ausgereicht. Der Slam war stark genug. Und jetzt gibt's EP. Erfahrungspunkte. Und wir kriegen unser erstes Item, das hier irgendwo rumgelegen ist. Bonusschaden ist immer, immer, immer gut. Aber den bekommen bei mir am Anfang die Krieger. Dass ich hier so einen schönen blauen Ring bekommen. Claim. The final shriek shakes columns, bounces along causeways and rattling legs shudder still. Lasst euch vom ersten Kampf nicht täuschen. Egal welches Abenteuer ihr geht, das Spiel kann richtig schwer werden. Und auch richtig fies. Chuck, its spell is bubbling. Wait, and it is bubbling? But hold on, what just happened to us? Are we okay? Is my mind broken or did we just... You understand? You just faced death or maybe something worse? Here you can have the book now. Sorry, we followed you. Don't throw it, it's old. Shh. The softest song tickles their ears, hum so gentle it sounds like a windy lie, like both groaning in a breeze, like gaps in the wall breathing in a gust. Tenko Snow, are you out there? Patricia's shout is warped by a sudden sweet-smelling fog. The fog floats from everywhere, turns archways into ogres rubbled into roaming ooze. Master Snow, please, Master Snow, I'm here! Who are you shouting for? And what I mean is...
And what are they doing to Igawanders? Walking? Are they searching? What are they searching for? Master Snow! Were they searching for through the stones and fog and trees? And what are they doing? What they and... What? Was geht denn jetzt? Alles klar. I'm walking in the forest. Yeah. What? Tree trunks got around them like Gawker's sunbeams stroke their faces. I'm not moving until someone says what it was. We were, I don't know, somehow they. Who's they? Trixel, there must have been more of them. Okay, and when you say that word, Triskel, my body hurts. Trixel? The Trixel, they remember that book, this book? Yes, the important thing is there a couple of, how do I say it? Couple of cabining in the mind, grounding three birds with clamor, sending them stumbling far to die. The Rakshik stranger paused to be seen. How long had he been standing there? There was some kind of prefunctory salute. Yes, little nest thrown deers, you might have been food for wolves and weasels, but a man happened by who bore the gift of for magic and calific smile. And an enduring fondness for birds. Schaut mal, ein Mottenmensch. Das nenne ich mal Fantasiekreaturen. His speech glides perfect and strange. Oder ein Moth-Hormonide. Skimming steps whisper him nearer. It's that one of them, the Trixel, wear many disguises. This one's wearing pants. I am not one of anyone, and certainly no one so unpleasant. I am called the Mothman. Wheresoever I am called, I am the only on there is. Only one there is. Okay, der einzige ist. His articulations are uncomfortable on the eye. Spider precise. Simply look at me. Now whole human half and half bird. I am man and more. He seems alright. Seeming it's a weapon, they will like a sword. And that is a bright warning. Pithy and true. Fortunately, as I have just finished saying. I am no trickster. No forceful, you misplaced anxiety, and listen. I found you three and scrolled wandering deep in the woods, removed from any reasonable roam. Where unreason reigns, Trixel hide their aims. And that is one of mine, but you can use it. For one, with my abilities, gathering you and waving away your enchantment was a trifle, a matter of politeness. And yet, the ones who cast the webs, they are not the dull drones they appear to be. They are imaginative. They expanded through thought on removing you. They must have deemed three filmy birds dangerous to their designs. So I am struck with wondering, why would they think that? Just must admit, it is a curious thing. Yep, but curiosity fine, we can go home now, right? Why have I never read of Trixel, accounts, records, even stories? I'd be dark soon. The Mothman fallen precedes his eyes, he lifts his glance to the shadowy leaves. And that's when Patricia leaps. Uh-oh. The mountain doesn't seem to hurry, but Patricia tackles air. Tell me where Master Snow is. Tell me, you cursed thing. Our dear nestling, follow your own wings back. If you are brave, see what is heaping under their shroud. But be warned, you may once more wish your scythe sweetly wield. He turns to leave. Hey, Mothman, why should we believe you? You are lost in the woods, my dear.
Whom you believe makes no difference. Oh, and Boris shadows flush and trip from the trees, cohere around him. The forest bleeds to black. I do suggest little birds flock together. You would never guess how many owls there are in a night. Ja, sehr geil. Sudden as the darkness clotheth and the last light smears it away. They stand where a mothman might never have been. The trees grow thicker. Which way did we even come from? How far did we walk without knowing? I'm not really hungry. Did we eat? Sleep? I'm sorry, Patricia. That name, Atenkus, no, right? You shouted it when we were in the ruin. Someone special to you? You don't have to talk about it if it's... Patricia whips around. It's okay. Atenkus, no, is who taught me this word among... This word among other things. He made me hide. Hide? They begin to walk. From the Trixel came and they took him, took everyone but me. None of us knew enough, knew anything. Knowledge is the first step. Come on, think we ought to head north. Life's not supposed to just happen to you. It's not a story. We have to take back control. Apropos Kontrolle zurückgewinnen. Ich muss einen Schluck trinken, Leute. Was wondering when you started the talk. Yeah, you're right, Tough. You're right. Ah, the sad little eaglets. I shall stitch from a hero name. They may someday need it. Name the company. Sehr nice. Next. Es gibt jetzt Vorschläge vom Spiel. Wie zum Beispiel The Pupils of the Divided Line, The Wrestles of the Twisted Merlin, The Elders of the Burrowed Cradle oder Enter Your Own Name. Und ich habe so ein bisschen Lust, einen eigenen Namen zu nehmen. Aber da die Folge auch schon sehr lange ist, muss ich ganz kurz Pause machen, denn ich hatte mir was notiert. Ich komme gleich wieder. Gut, wenn man seine Sachen nicht mehr findet und sich auch nicht mehr dran erinnert, Leute. Das ist wirklich schlimm. Ups. Aber jetzt, ich habe mich verklickt. Oh Gott, ich jetzt beinahe irgendwas gemacht. Termites of Gloom, es sind die Termiten der Düsternis. Warum Englisch? Termiten der Düsternis, bitteschön, so. Das ist ein furchtbar schlechter Name, Leute. Ist klar, okay? Ich habe mir wirklich versucht, wirklich Mühe gegeben, miesen Namen auszudenken. Ja. Home Little Birds. Here follow the tales of der. Hier folgt die Geschichte der Termiten der Düsternis. Fly home, little birds. Uff, Leute. Folge mit Überlänge und am Ende auch noch eine unnötige Pause. Hat alles ja eigentlich gar nicht so lange gedauert. So dieses erste Gebiet wurde jetzt, also das wurde jetzt zu einem ersten Gebiet. So, follow your steps back, three heroes must survive. Also wir sollen hier hingehen und können einfach diesen Weg hier wählen und dann mal schauen, was da als nächstes passiert. Wir befinden uns jetzt also im ersten Kapitel. Es war sehr textlastig am Anfang, liegt einfach daran, dass in die Geschichte auch so ein bisschen reingeguckt wird, dass man es so ein bisschen versteht, was da so ein bisschen los ist. Man definiert so ein bisschen die Charaktere, man lernt sie auch so ein bisschen kennen, was das so für Typen sind. Und ja, so ist das halt. Übrigens, das Schwert, falls ihr euch gefragt habt, die Hauptwaffe, sie hat auch noch eine Nebenwaffe, einen Dragonmaulschild, das ist egal, das ist dieser Eagle Wing. Das ist eine Artefaktwaffe übrigens, ne? Nochmal ganz kurz erklärt. Die hat gewisse Stats, ja, und die macht eben a huge amount of knockback, but less base damage than a normal sword. Das heißt also, ihr müsst wirklich versuchen, die Gegner wirklich weit weg zu schmettern. Ne? Das ist so ein bisschen der Tischtennisschläger des Spiels. So, Patricia. Und wir starten natürlich auch noch mit Tweaker Canoe. Ich denke mal, wir haben eine ganz interessante und lustige Truppe. Ja, mal schauen, wie lange wer durchhält. Und wir werden gucken, dass wir auch wieder neue Helden bekommen, dass ich wieder Community-Mitglieder mit einbinde und. Meine Damen, meine Herren, meine lieben ZuschauerInnen,
Ich danke euch vielmals, dass ihr jetzt hier wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es wirklich viel Text war. Es geht jetzt schwungvoll los. Ich versuche es richtig anzuziehen, Wildermyth. Auch dieses Abenteuer wird es regelmäßig bei mir auf dem Kanal geben. Trotz allem. Ein bisschen Ablenkung schadet uns, glaube ich, allen nicht. Gut. Zu allerletzt möchte ich noch sagen, wäre ziemlich nice, wenn ihr das Video liked, klar, wenn es euch gefallen hat. Und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Okay, dann wünsche ich eine wunderschöne Sternreise und sage euch einfach mal bis zum nächsten Video. Euer BenCake28. Ciao, ciao.